Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so eine raue Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Warum? Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Ja. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, okay, klicken aber dieser wir mal weg. Konnte vielleicht. Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Okay. Also wir haben nicht wirklich viel rausgekriegt. Wir wissen, wo wir aus der Karte rauskommen. Jetzt ist die Frage, muss ich mit denen auch noch Poker spielen? Hey, guck mal, das hässliche Mädchen will mitspielen. Dann soll sie ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Ich habe Mayonnaise. Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtig. Also leg etwas Geld auf den Tisch oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Okay. So, wir hatten den Kaffee, konnten wir nicht aufnehmen. Wir haben bis jetzt wirklich nur Mayonnaise. Wir haben den Sektkübel, wo wir nichts mitmachen konnten. An den Pokertisch dürfen wir nicht. Der Pokerhund will nicht mit uns reden. Du kannst okay. Nicht mitspielen. Also, wir brauchen Geld, um hier weiterzukommen. In die Prärie. Rauchzeichen, das heißt, wir sind in der Nähe vom Schaman. Was sagt die Sonnenuhr? Wir können die Uhrzeit wechseln. Läuft ja richtig. Ich mag die Welt jetzt schon. Dann wär's bei mir immer dunkel. Ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat, weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann. Das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Interessant. Ich gucke mal, was können wir machen? Den Rauchzeichen können wir auch nur noch anklicken. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Auf jeden Fall. Donutfabrik. Eine Plakette wies darauf hin, dass diese Rekonstruktion einer original-indianischen Sonnenuhr vom Verband experimenteller Kunsthistoriker gestiftet wurde. Der Sockel ließ sich scheinbar drehen. Wir nochmal. Vielleicht bringt uns die Uhrzeit weiter, aber trotz allem können wir hier nichts Neues machen. Das heißt, wir hauen hier erstmal wieder ab. Können wir die Mayonnaise selber essen? Okay, will er nicht. Haben wir hier noch was übersehen? Gucken wir mal.
Prärie hatten wir. Wir waren am Indianerfriedhof. Das Sheriffbüro ist verschlossen. Und im Hinterhof müssen wir krank sein. So weit, so gut. Wie werden wir krank? Ich schau hier nochmal. Hier war außer dem Feuer halt gar nichts. Okay, das Feuer können wir nichts mitmachen. Können wir den Goldgierer über die Mayonnaise geben? Etwas Reiseproviant wäre tatsächlich nicht schlecht. Aber Mayonnaise wird in der Sonne immer so schnell schlecht. Die kann ich also nicht gebrauchen. Gut, gut, gut. Wir möchten also Reiseproviant haben. Die Cashcow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cashcow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Steck mal die Mayonnaise einfach mal da rein. Lilly war sich sicher, dass das keinen guten Proviant abgeben würde. Ja, es war ja eigentlich doch nur ein Versuch gewesen. Hier war auch nichts mehr gewesen. Die Zigaretten, dafür müssen wir mitspielen. Hier hatte jemand vergessen, seine Eiswürfel aufzulutschen. So eine Verschwendung. Können wir die Mayonnaise da rein, damit sie nicht schlecht wird? Da würde sie sich länger halten als in der Sonne. Aber Lilly wusste auch, dass nichts ewig hielt. Wozu also die Mühe? Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihn. So, jetzt ist die Frage, geht es hier wirklich weiter? Oder wir können ja diesmal in die andere Welt zurück. Das hat man bisher ja noch nicht gehabt. Ist das jetzt wirklich, weil wir zwischen beiden Welten wechseln müssen? Ich guck mal hier noch. Aber hier gibt es nur den Ausweg und die Möglichkeit, mit dem Quacksalber zu reden. Gebe ich dir mal die Mayonnaise. Das ist zwar nicht gesund, aber es ist auch keine Krankheit. Der Gnom machte einen vertrauenserweckenden Eindruck. Wie werde ich krank? Ich wollte jetzt eigentlich nochmal in die Prärie zurück. Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht einfach die Mayonnaise auf die Sonnenuhr legen kann, um dem Spiel so vorzugaukeln, dass ich möchte, dass sie altert. So zum Beispiel. Ja. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Da wird mir ja schon beim Zugucken schlecht. Aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Wir sind krank. Ganz schnell in den Hinterhof. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu... Die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix, dem exklusiven Wunder-Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Ach, du schon wieder? Nein, du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn... Du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Aha. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs?
Ja, aber hallo! Was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch! Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo. Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Das ist gut. Boah, die Flasche ist ja größer als sie selber. Es ist ein alkoholisches Getränk. Jetzt ist nur die Frage, warum habe ich... Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht ein Hinweis darauf, dass Lilly medizinische Hilfe brauchte. Okay. Es heißt ja Alkofix, das Getränk. Ist das jetzt der Alkohol, den wir trinken müssen, um in der normalen Welt das zu bestehen? Oder wollen die hier Alkohol haben? Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wer fiel hier um Recht? Also leg etwas... Dann gehen wir mal in die richtige Welt zurück. Ja, das Video überspringen wir auch mal. Ach, ich kann das Ding nicht mal mitnehmen zwischen den Welten. Das klicken wir dann wieder weg, weil das vielleicht eine halbe Stunde dauern würde. So, dann nochmal ab in die andere Welt. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt den Alkohol trinken können, betrunken sind. Oder hätte ich das einfach hier trinken müssen in der Welt? Ja, Boogie. Versuchen wir es doch mal. Inventar. Medizin. Was ich soll wollte das doch nicht? Also, Leute. Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Hatte die Flasche gerade gesprochen? Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht... Wir müssen immer noch die Mine finden. Er ist der Einzige, mit dem wir noch reden können. Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller Gold. Wenn ich wollte, könnte ich mir gleich ein Dutzend davon aus Elfenbein schnitzen lassen. Okay, das heißt, er braucht irgendwas an Proviant, was nicht jeder hat. Wir haben die Medizin. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oh, ach. Natürlich, das hat die Klicken wir mal weg. Ist ja immer dasselbe, was er erzählt, aber ich würde das trotzdem jetzt auch nochmal gerne mit dem Tuch versuchen. Hallo Lilly, okay. Du willst das. So geht's nicht. Oh, was haben wir denn jetzt noch für Möglichkeiten? Ich frage mich gerade, ob... Also hier ist nichts. Wir haben zwei Sachen, beide können wir nicht ins Feuer geben. Das heißt, an der Stelle geht es auf jeden Fall nicht weiter.